So, willkommen zu meiner ersten FIFA 14 Runde. Ich zockte das Spiel auch übrigens so ein bisschen und jetzt habe ich mir gedacht, haust du zum ersten Mal Weltpremiere ein Gameplay auf YouTube raus. Yeah! Und was werden wir zocken? Wir werden Ultimate Team zocken mit meinem Verein TSV Ochenbruck. Und ja, ich bin von League 10 in League 9 aufgestiegen vor, ja, wann habe ich das letzte Mal gezockt? Am 3. Januar. Und jetzt bin ich in League 9 und das ist das erste Spiel, meine Damen und Herren. Und es geht los! So. Ich will mal nichts verändern. Oh mein Gott, es hat sich jemand verletzt. Das ist natürlich mies. Unser zentraler Mittelfeldspieler vom FC Chelsea. Wen setze ich denn für ihn ein? Meine Mannschaft ist noch nicht so geil. Ich habe ehrlich gesagt nur Scheißspieler. Greg. Jo, und wie man sieht, ich habe auch noch nicht alles aufeinander abgestimmt. Also ich habe noch eine Menge roter Linien, aber wenigstens sind die meisten Positionen mit Spielern besetzt, die da auch hinpassen. Nichtsdestotrotz fangen wir einfach mal an. Okay, es geht gegen den Barclays, gegen eine Mannschaft in der Barclays Premier League. Sunderland sind etwas stärker als meine Mannschaft. Was nehmen wir denn? Ich habe übrigens die geilste polnische Mannschaft genommen. Ich habe keine Ahnung, welche das ist von den Tikos. Oh, dann müssen die aber leider gelb nehmen. Hi Profi, 6 Minuten, heiter. Seit wann soll ich auf Hi Profi? Ich dachte eigentlich schon, dass ich auf Profi zock. Hat der alles zurückgesetzt, weil ich das letzte Mal beendet hatte. Und nix ging. Also das Spiel war komplett im Arsch. Ich lasse mal auf Profi, keine Ahnung, vielleicht war ich auch sogar auf Weltklasse, ich glaube aber nicht. Schiedsrichter ist mir scheißegal, Tageszeit. Naja, nehmen wir mal die jetzige Tageszeit. Wir haben hier 20 Uhr. Es ist Winter. Das Wetter ist draußen, naja, bewölkt. Rasenmuster Standard und Geschwindigkeit normal, das passt alles. So. Steigen wir einfach mal ein. Bei Lupfer hältst du LB gedrückt, während du mit B einen Schuss aufhielst. Yeah! Okay. Spielen wir nicht rum. Es gibt wichtigere Sachen. Und das heißt, oh, ich habe schon ein Spiel verloren, geil. Und sie sind in der Abwärtsspirale. Ja, mein bester Spieler in der Mannschaft ist wahrscheinlich wirklich Toni Kroos. Unser Schiedsrichter in der heutigen Partie heißt Guilherme Santos. Adam Johnson. Ich sollte das nie wieder tun. Ja, also wie schon gesagt, bei der Mannschaft ist noch sehr, sehr schwach. Also jetzt die eine Saison, wo ich mit ihr gezockt habe, ich habe mir nichts gekauft oder so. Ich habe die ganzen Spieler, die ich hatte, eigentlich vom Anfang noch die meisten beibehalten und ein paar Packs aufgemacht und in einem war es eben Toni Kroos dabei. Aber sonst gab es noch nichts Geiles an Spielern. So, schauen wir mal. Toni Kroos. Auch Toni. Ah! Toni Kroos. Jetzt könnte es. Zeig, was du kannst. War das abseits? Ja, scheiße. Zu früh gestartet. Zu früh gestartet, ja. Oshie. Oh, Fehler, Fehler. Achtung, der Nein! Gardner.
Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Aha. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Nein, kriegt er nicht. Das Spiel ohne Ball klappt. Na, ich bräuchte vorne, also vorne müsste ich auf jeden Fall stärker dahinter und Schloffer ist jetzt eh schon im Arsch. Ja, das war vielleicht gemein, aber ich spiele scheiße und deswegen darf ich das. Alter, was machst du? Du bist so lahm. Und das sieht nach einer guten Torschau. Nein, er hat ihn rechts hingegangen. So, ich werde jetzt hier einfach mal richtig von hinten überrannt. Das Spiel ohne Ball funktioniert. Starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Ja, genau. Es war erfolgreich. So, alles schön zurückgehen. Und warten auf den Konter. Also sie geben uns schon vor den Ball. Ja. Ich verliere ihn sowieso von uns. Diakite. So sieht das der Trainer. Ja, es gibt sonst zu sagen, ich zu viel von mir allgemein, ich zocke das Ding seit, keine Ahnung, seit 2003, aber halt nie wirklich intensiv. Ich hatte immer andere Spiele, wo ich wirklich viel gezockt habe, und FIFA mache ich so ungefähr mal, ja, vielleicht, wenn es hochkommt, 50 Spiele pro Jahr. Also, das ist eigentlich fast gar nichts. Ich kann doch die ganzen Tricks nicht wirklich, ich, ja. Ich zocke einfach aus Fun und das ist mein Casual Game, also das Ding, was ich am wenigsten zocke, aber vielleicht auch schon am längsten am PC. Also ich bewundere auf jeden Fall alle, die die ganzen Tricks drauf haben. Scheiße. Also ich bewundere Leute, die die ganzen Tricks drauf haben und abgehen. Aber das tue ich nicht, wie man hier gerade sieht. Aber jetzt ist der Ball zumindest mal im Tor. Und wir hoffen auf Besserung. Oft tut so ein Tor einem Spiel ja gut. Ja, hoffentlich tut es diesem Spiel auch gut. Nämlich mein. Haha, bin wieder durch, aber ich komme nicht durch. Listen and repeat. Die Situation wurde geklärt. So, schauen wir. Ich habe schon Schiss gehabt, dass es wieder abseits ist. Johnson. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Diakite. Was sagt der Schiedsrichter? Vorteil, sagt er. Macht er gut, macht er gut. Ball berührt, aber nicht im Ballbesitz gekommen, verdammt. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Jawohl, tolle Parade. Komm, Kawashima. Souverän festgehalten. Übrigens, der ihn gerade eben hätte auch locker halten können, also das war schon peinlich. Ach komm, hey! Ja. Läuft! Naked! Sunderland, 1-1 gegen die SV Offenburg. Noch eine Minute in der ersten Halbzeit zu spielen. So, die erste Halbzeit hätten wir uns sparen können. Ich bin sogar von Statistiken her, nee, bin ich ein bisschen schlechter, nicht ganz gleichwertig, aber gut. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit.
Schloffer, Erwin Schloffer. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Ach komm, ich wollte einmal durchziehen. Auch wenn es kein Tor geworden wäre. Los, du schaffst es! Mein Gott. Die sind so im Arsch, meine Spieler. Ich glaube, ich müsste ein paar Packs kaufen und die Fitness wieder auf 100% bringen. Nein, das wird das 2-0. Nein! Puh, ich darf auch mal lackern. Die anderen haben vorhin auch ganz lack am Anfang. Exzellente Arbeit im Kollektiv. Keine Chance für den Angriff. Aber das wird jetzt der Monsterangriff von Naked, der völlig im Arsch ist und platt und er rennt trotzdem. Er läuft, er rennt. Er kommt nicht durch. Eine Horrorflanke. Oh nein! Ja, die wechseln nicht. Ich sollte eigentlich auch wechseln. Das ist Schwachsinn, was ich hier gerade mache. So, wir sind alles im Arsch. Geht jetzt nicht mal so im Arsch, aber und Schloffer müssen wir auf jeden Fall auswechseln. Wir haben keine Mittelfeldspieler mehr. Ja, RM. Soll ich einen Stürmer dazu tun? Was denn? Also. Oder einen stärksten Verteidiger. Nehmen wir mal Xavi hin. In Position. Gordon auch im Arsch. Kann ich echt nicht die komplette Reihe austauschen. Ne? Die sind alle kaputt. Der Siegtreffer. Vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung. Die sind doch alle im Arsch. Wird jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Ah. Ja, das ist ja fast unglaublich. Der Trainer wechselt hier drei Spieler auf einmal ein. Das ist nicht unglaublich. Das ist völlig normal für mich. Ja, das war Abseits. Was war... Ach so. Ach so. So, auf ein neues, auf geht's, Leute. Laufschlampe! Und er versucht's alleine. Na, komm nicht, der kommt trotzdem nicht durch. Jetzt so eigensinnig, langer Lauf mit dem Ball und dann ist er weg. Der Ball ist frei. Los, lauf halt, lauf halt! Ist ja auch schon kaputt. Nein, ey! Oh, es ist so, es ist ein Trauerspiel eigentlich, um echt zu sein. Das darf ich keinem zeigen. Ich werde es trotzdem auf YouTube hochladen, einfach. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Um einfach Leute damit zu nerven, aber. Tor, Tor, Tor! Nein! Super! Super! Einfach super! Komm jetzt, mach! Sauber geklärt! Dank seiner Übersicht konnte Dank er seiner Übersicht. Souverän abfangen. Ja. Schauen wir mal, was gleich geht. Oh fuck, der ist wieder kaputt. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Das lässt kein Schiri auf der ganzen Welt durchgehen. Freistoß. Hat er noch ein paar Asse im Ärmel, der Trainer? Er bringt nochmal einen neuen Mann. Das war die beste Flanke der Welt, als hier vergessen ist. Das war nicht einfach. Auch hier ist er wieder zur Stelle, der Torhüter. Er hält wirklich alles fest. Hier zunächst mal. Ich brauche jetzt das Tor auf jeden Fall, ey. Das kann nicht sein. Nein. Und er postet den Ball weg. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen.
Nein, bist du behindert, Alter? Groß. Eine Rangelei um den Ball. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt. Scheiß drauf, verdammt, jetzt steht er wieder alleine hier vorne und keine Anspielstation. Sie schaffen Anspielstation. Ja, sie schaffen Scheißdreck. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Gardner. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Jetzt hat der Schiedsrichter Vorteil. Der Schiedsrichter hat kurz nachgedacht. Vorteil oder Pfiff? Er entschied sich für den Pfiff. Elf Minuten. Und eine Auswechslung soll dabei mithelfen. Und mit dem Kopf hat er es gemacht. Es liegt was in der Luft, ich sag's Ihnen. Ja. Und zwar jetzt gleich das Tor für mich. Ein paar Minuten sind nur noch zu spielen, liebe Zuschauer. Und es ist noch alles drin. Es ist alles möglich in dieser Partie. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Er ist im Arsch, er kann nicht mehr. Ich kann da echt nicht durch, das kannst du vergessen. Er hält ihn einfach so. Aber besser kannst du auch nicht halten. Wer will ihn? Den Ball, da liegt er doch. Bitte kein Unentschieden, das wäre so scheiße. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Komm! Achtung, eine Chance haben Sie noch. Und wenn Sie jetzt erfolgreich sind, da lege ich mich fest, dann ist das der Siegtreffer. Schöne Flanke, aber der Gegner passt auf. Kriegt nichts mehr eigentlich, das ist scheiße. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen, ein ganz starker Einsatz. Ja, genau, nimm ihn einfach am Ball weg, weil er nichts kann. Ja, das war's jetzt. Pfeif ab. Ein 1:1 hätte besser werden können, aber scheiß drauf. Das erste Spiel, was ich in League 9 noch nicht verloren habe. Ja, das hätten wirklich 3 sein müssen, aber das Tor wenigstens schön. Bin ich einmal durchgekommen. Sonst standen sie immer zu 5 oder zu 6 hinten. Die behinderte Flanke. Ja, das wäre nochmal die Möglichkeit gewesen, aber der hält halt. Meiner hält nicht, meiner lässt sowas durch. So ein cooler da. Naja, egal. Das passt schon. Meine Spiele sind auch nicht ganz so schlecht bewertet worden. Ach, Spiele noch verbleiben. Ja, ich denke schon, dass ich da in die nächste Liga aufsteigen werde. Also danke, dass ihr zugeschaut habt bei diesen billigen Scheiß. Um ehrlich zu sein, ich wollte einfach nur mal Nvidia Shadowplay ausprobieren. Denn es funktioniert richtig geil. Dadurch hat man kaum Performanceverlust, wie zum Beispiel mit Fraps. Und es zeichnet sofort in, glaube ich, mit H264 mit 50 oder 60 FPS aus. Auf. Bin mir gar nicht sicher. Aber gut, das war jetzt eben der Shadowblade-Test. Jetzt der Shadowblade-Test. Ich werde euch nicht weiter mit FIFA Gameplays nerven, weil da bin ich einfach zu schlecht. Auf jeden Fall in diesem Sinne. Auf Wiederschauen, neigehauen.